Am Samstag fällt zunächst vor allem in der Mitte verbreitet Regen. Im Tagesverlauf zieht der Regen nach Nordosten ab und vor allem im Süden setzt sich zeitweise die Sonne durch. Bei 8 bis 13 Grad ist es weiterhin windig, an den Küsten sind noch stürmische Böen dabei. Am Sonntag zieht von Nordwesten her eine Kaltfront mit kräftigen Regenfällen auf, die bis zum Abend auch den Osten Bayerns erreicht. Dahinter stellt sich in der Nordwesthälfte turbulentes Schauerwetter ein. Auch kurze Gewitter sind möglich. Vor dem Regen kann man vom Alpenrand bis zum Erzgebirge einen kurzen Frühlingsgruß mit bis zu 20 Grad genießen. Hinter der Kaltfront wird es mit um 10 Grad deutlich kühler. Am Montag ziehen einige Regen, Schneeregen oder Graupelschauer durch. Örtlich sind auch Blitz und Donner dabei. Bei 5 bis höchstens 10 Grad wird es kühl für die Jahreszeit. Am Dienstag lassen die Schauer nach, die Temperaturen bleiben aber noch verhalten. Am Mittwoch deutet sich dann meist sonniges und frühlingshaft mildes Wetter an.